wollte auch was Kreatives machen und was Handwerkliches, weil ich schon immer mochte. Und ich wollte keinen normalen Bürojob einfach haben, wo es langweilig ist und man einfach nur rumsitzt. Und da hat man diese Abwechslung und Kreativität drin. Man kann zeichnen, man kann was Handwerkliches machen, man kann seine Ideen ausleben und aus dem quasi nichts irgendwas erschaffen, was Menschen glücklich macht. Und das finde ich toll daran. Ja. Man sieht, was man gemacht hat am Ende des Tages. Und ja. Ich bin von Syrien und ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Mein Beruf war in Syrien Goldschmied auch. Und jetzt ich mache diese Ausbildung, weil ich wollte in diesem Bereich bleiben. Und jetzt ich lerne etwas neu, auch die europäische Struktur und Also ich habe mich halt eigentlich immer für Schmuck interessiert und da ich auch immer eher Kunst und sowas gemocht habe und da hier alles beides verbindet, habe ich mir auch gedacht, ja komm, das ist bestimmt was für dich. Da habe ich halt geguckt und eine Freundin hat es auch gemacht, also ein Jahr vor mir. Da hat sie gesagt, ja, das ist ja doch bestimmt auch was für dich, komm einfach mal. Dann habe ich mich beworben und alles, ja. Und das war echt richtig. Also das Schöne ist wirklich dieses Ganzheitliche, also mit Kopf, Herz und Hand. Also du hast einerseits diesen Kopfprozess, wo du sagst, ich habe Ideen im Kopf, ich habe Sachen, die ich gesehen habe, die ich umsetzen möchte. Dann kommt dieses Hand, dieses Kreative, wo du sagst, kann ich es zeichnerisch darstellen, wo dann manche schon sagen, ich bin eher der Praktiker, ich nehme eher lieber gleich das Material in die Hand, bevor ich zeichne. Aber das ist eine Einheit. Also vom Prozess des Entwurfs über das Ausfertigen bis hin dann sich hinzustellen und zu sagen, das habe ich gemacht, das ist mein Produkt, da stehe ich dahinter und das könnte ich jetzt auch guten Kunden verkaufen oder dem Lehrer präsentieren, der ganzen Klasse, dass man dann auch wirklich weiß, das ist 100% sein Projekt.